So, hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man aus diesem Origami-Papier kleine Umschläge macht. Das Papier hat zwar 80 Gramm, das ist ungefähr die Stärke von Kopierpapier, aber es stanzt nicht ganz richtig, weil das Papier ein wenig zu dünn ist. Der Trick liegt jetzt darin, zwei Papiere gleichzeitig zu bearbeiten. Ich mache sie in der Größe für 3x4 Inch große Karten. Das ist hier 3x4 Inch große Karte. Papiergröße 6x6 Inch und es wird bei 2/5 Achtel gefalzt. Also fangen wir hier an bei 2/5 Achtel. Einmal punchen und genau die Rille erwischen. Dann wird es hier wieder genau angelegt. So. Gepuncht und einmal Linie gezogen. Das Ganze machen wir jetzt, bis wir ganz rum sind. Das sind 2/5 Achtel wieder. Die Linie. Und dann kommt auch schon das letzte. Das ist hier. Immer gucken, dass hier noch genug Platz ist. Also kann man es auch ein Stück noch rüberlegen. Und das war schon der letzte. Hat man jetzt zwei fertige Teilchen. Die werden jetzt genau eingeknickt. Ich mache es meistens umgekehrt erstmal, weil es so um etwas einfacher ist, das auch wirklich gerade einzufalten, und knicke sie dann anschließend wieder zurück in die andere Richtung. So. Jetzt schlage ich sie wieder ein. Auch. Und dann kann man hier noch mal kurz kontrollieren, ob es passt. So rum. Man kann es auch noch mal ein bisschen korrigieren. So. Dann kommt die Lasche noch mal hier rein, dass die Ecke oben schön abgerundet ist. Das hier wird ein wenig eingeschlagen. So, kommt hier ein bisschen Kleber an die Ecke, man kann es auch abschneiden. Ich falze es eigentlich immer ein Stück ein. So, und hat den Vorteil, dass man eigentlich genau von hier bis hier dann auch eine Ansatzlinie hat für das doppelseitige Klebeband. Also einmal von hier bis hier und einmal von hier bis hier. Das kann man ganz einfach reißen. Dann brauche ich mal mein Skalpell. So. Und schon ist der erste kleine Umschlag fertig. Das Papier ist von der Qualität zwar dünner als das normale Scrapbook-Papier. Ich muss aber sagen, für die Umschläge, weil das ja insgesamt dann auch doppelt ist, ist das Origami-Papier jetzt für meine Verhältnisse irgendwie griffiger. Das ist einer, den ich schon mal gemacht habe. Hat auch den Vorteil, dass es innen immer schön in der passenden Farbe dazu ist. Wenn man dann zum Beispiel kleine Junk-Journals oder Smashbooks hat, hat man halt auch immer die passenden Umschläge. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein wenig inspirieren können durch diese Idee. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.